Willkommen bei TikTok Cube. Heute machen wir eine Challenge mit Max. Und zwar bin ich auch mit dabei, genau. Heute gibt es eine geile Zoofi-Challenge, aber keine gewöhnliche, denn wo sind wir gerade? 10 Meter hoch. Genau, wir sind bei mir oben im Badezimmer. Und warum im Badezimmer? Das kann ich gerade so zeigen. Wir werden nämlich gleich. Wir haben hier nämlich ganz viele schöne Smoothie-Zutaten. Und zwar Eiswürfel. Keine Ahnung, was sind das hier? Ich hätte nicht probieren sollen, Mann. Das ist gerade ein Kiwi. Das ist eine Birne. Die schmeckt überhaupt eklig. Und zwar gibt es hier ganz viele Zutaten. Ich probiere sie jetzt erstmal nicht. Und zwar haben wir jetzt hier noch O-Saft. Für beiden 1 Liter Ash. Wir müssen nämlich gleich versuchen, die Gläser... Ey, was machst du denn hier? Du bist weg. Hey! Und zwar müssen wir gleich versuchen, die Gläser, die da, da und da stehen, zu treffen mit unseren Smoothie-Zutaten. Als erstes natürlich O-Saft rein und dann die anderen Sachen. Ich kann nicht mal rübergucken, Max. Da müssen wir dich eventuell ein bisschen höher bekommen, aber wir müssen halt diese Gläser da unten treffen. Das ist extrem schwierig, aber ich würde sagen, bevor es losgeht, lass den Daumen nach oben, ne? Vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Und du darfst das hier hören. Und ich würde sagen, Leute, erst schaffst du das. Ja, dann stell dich, soll ich dir irgendwie... Also gut, Leute, ich würde sagen, es kann losgehen. Hallo da unten, Mama, hey! Also, die erste Runde startet hier mit O-Saft ein bisschen. Und das würde ich sagen, Ash, ich lasse dir mal einen Vortritt. Du kannst anfangen gerne. Und zwar muss das Glas natürlich unten gefüllt werden mit O-Saft. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Also, Ash, ich drücke dir die Daumen. Du musst da unten den rechten Becher treffen, das rechte Glas, okay? Ash, ich halte dich fest. Oh, was ist? Ich halte dich. Nach rechts, nach rechts, rechts. Okay, dann stelle ich das hier hin. Warte. Jo. Guck mal, ist da schon was drin gewesen? Mach mal. Nach links? Ja, noch, ja, noch ein bisschen. Ja. 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 Nach links, rechts. Ja. Rechts. Stopp, stopp, das ist gut. Sehr gut. Mega. Und von der Wand? Ja, ich würde sagen, nachher schlürfen wir es alle weg, oder? Wegschlürfen. Ja, genau. Ich würde sagen, ich probiere mal mein Glück hier mit der nächsten O-Saft-Flasche. Ich weiß nicht, also Ash, ich finde, du hast echt gut gemacht, ne? Jo. So, ich würde sagen, ich bin gespannt, wie ich das meistere. Okay. Alter Falter. Okay. Und? Max Werner. Ja, genau. Das ist gut. Wie voll ist das? Ich sehe das hier nicht. Voll. Ja? Kannst ja, aufhören. Ey, ich finde, das war richtig gut. No joke, ey. Ich finde, das war... Also, ich kann zwar nicht sehen, wie es von hier oben aussieht, aber ich glaube, es ist gut geworden. Und... Ah, fast, komm. Ah, ja, komm, safe. Ja, safe, komm. Da ist noch ein bisschen auf jeden Fall reingegangen. Ich kann nicht von hier oben echt überhaupt nicht einschätzen, wie groß das ist, wie voll das ist. Ich würde sagen, falls du nicht getan hast, lass noch oben da. Und jetzt geht's erstmal in die zweite Runde, ne? Hast du Bock? Jo. Womit möchtest du anfangen? Du hast die freie Wahl. Was möchtest du nehmen, hä? Erdbeeren, okay, dann nehmen wir, würde ich sagen, hier die Erdbeeren schön. Also, ich würde sie einzeln werfen, nicht alle auf einmal. Nur so ein kleiner Tipp am Rande. Aber, Max, hältst du ihn mal fest? Okay. Ich Ash, versuch mal. Ah, fast! Und noch eine? Ah, fast. Ja, ne? Und? Ja! Super, getroffen! Cool. Eine ist drin. Noch eine? Ich würde sagen, also nicht mehr so viel, Ash. Ash, das reicht. Wie viele haben wir noch? Ich muss sagen, ey, wir haben noch voll viele. Also wir haben ja auf jeden Fall noch sehr viel übrig. Ash hat auf jeden Fall noch die Chance, gut was zu treffen. Allerdings würde ich sagen, ist dann mehr ein Erdbeerfeld draus geworden als... Oh, der war fast. Das war fast drin. Der war richtig knapp. Ich würde sagen, wenn der jetzt beim ersten Mal trifft, ne, was kriege ich dann? 5 Euro. Die Erdbeere. Ja, nicht so einfach. Aber es war gut. Ey, gar nicht. Alter. Meine schöne Hauswand. Ey, Kante. Auf Kante. Ja, drin. Der ist halt drin. Yay. Drin. Doch, eine ist drin. Oder nicht? Ey? Oh ja, tatsächlich. Hälfte, Hälfte, okay. Eine halbe Erdbeere hast du schon mal. Ah, fast. Okay, also gut, ich würde sagen, jetzt geht es erstmal direkt in die nächste Runde. Für unseren Weintraum, sagt Ash. Ich würde sagen, Ash, du darfst dir Weintraum ausruhen. Bin gespannt, aber bitte lass mir diesmal mehr übrig. Ernsthaft. Und, let's go, und? Ah, schade. Kannst du neben auch vorbei, würde ich sagen. Oh, das, aber jetzt blendet sie richtig. Oh, jo, die war fast. Der ist fast drin. Ey, das ist
Und? Drin! Drin! Er ist wow, super. Kannst echt gut zielen. Ah, fast. 10 Stück daneben, kannst echt gut zählen. Noch eine drin, super, 2. Mhm. Ich habe das Gefühl, je mehr Frucht da reinkommt, desto weniger Saft bleibt da drin. Achso, ja. Let's go, komm. Und. Nee, der war ja meilenweit weg. Kinder nicht nachmachen hier, nee, ne? Nee, genau. Wir sitzen hier unten und fangen die Kinder auf zur genau. Not, falls sie rausfallen. Also zu Hause nicht nachmachen. Nee. Ist gefährlich. Nee. Ich glaube schon, dass es sehr schwer ist. Okay. Er ist wie ein Star geblieben auf dem Boden. Ah, drin. Ich bin auch froh, dass ihr den Saft überhaupt getroffen habt. Ne? Ist noch einen drin, 2. Naja, nicht ganz. 3. Letzter. Boom! Und da ist weniger Saft, weil es die ganze Zeit so rausplatscht. Ich würde sagen, bei mir wird der Saft immer jetzt weniger. Ist ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt nehmen, komm, lass die Kiwi nehmen. Nee, die kommt zum Schluss. Die kommt zum Schluss. Kiwi. Kiwi, let's go, Leute. Halt dich ran, du schaffst es, glaube ich. Hoffentlich. Okay, ich hätte auch wieder die Hälfte nehmen, ne? Gut. Oh, schade. Hä, hey, wie viele Stückchen war das denn auf einmal? Nee. Ja, oh, das war die Erdbeere ist draußen. Echt? Jo. Also ich würde sagen, weiter geht's. Ich habe jetzt nicht allzu viele Sachen hier. Kiwi läuft jetzt noch. Ich glaube, du machst das doch. Doch! Ha! Oh, nee. Hä? Weiß ich nicht. Ich glaube, meine ja. Ja, ich würde auch noch, was drin wäre, aber ich auch nicht. Oh, halb. Der war halb. Der war halb drin. Der war drin? Drin. Aber da ist immer weniger Saft jetzt. Leute. Der ist auch drin. Okay. Boom! Ich würde sagen, wir haben noch 2 Runden, 3 Runden sogar noch. Ash, ich würde sagen, Leute, falls wir getan haben, das noch oben. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zu den Birnen. Das wird ein ekliges Movie ab sofort. Ich würde sagen, Ash, du machst weiter mit den Birnen. Ich muss mir kurz die Hände waschen. Ich bin übel voll Kiwi. Oh, der ist drin! Ich weiß nicht, was Papa da hinten treibt. Papa? Aber. Ey, Jo, Alter, ich hab heute richtig. Nur 3 Stück gemerkt. Dafür habe ich bei Max einen reingemacht. Echt? Ich mag keine Honigbohne. Okay, ich mach einen. Der letzte kommt bei mir rein. Nee, doch nicht. Okay, oh, ich würde sagen, okay. Ash, du kannst direkt loslegen. Also, wir haben jetzt nur noch einmal die Birne da. Und danach noch die Eiswürfel, die kommen zum Schluss nämlich. Geht's schon los? Ja, nochmal los. Let's go! Und. Oh! Knappes Ding. Und! Na, ah, auch nicht. Okay. Ey, es sieht bunter aus da unten als im Glas wahrscheinlich. Der war auch knapp. Ey, ich würde auch noch gerne welche haben, gleich, ne? Also, achte ja, auf. Haben noch ja, gut. Und! Nein, auch nicht. Jo! Jo! Echt? Dafür ist die Kiwi rausgeflogen. Oh nein. Auch auf drin? Dem Weg hast du ja die Erdbeere verloren, ne? Der ist nicht drin, Fabian. Vielleicht nächstes Mal einen Eimer nehmen. Ja, nächstes Mal nehmen wir einen Eimer. Aber ein Eimer ist einfacher zu treffen. Ah, Mann. Und? Nee. Jetzt kommen wir auch schon zur letzten Runde. Und zwar den Eiswürfeln. Ich bin gespannt, ob die Gläser heil bleiben. Auf jeden Fall. Das sind echt gigantische Eiswürfel. Nachher zerfetzen wir uns noch unsere Glas. Das wäre natürlich nicht so vorteilshaft. Aber, Ash, let's go. Nicht im Mund. Nee, ach gut. Oder auch vorher im Mund. Nee, vielleicht fliegt ihr dann besser. Oh, das sieht schmerzhaft aus. Ey, wenn du damit halt das Glas triffst, ne, dann ist das echt RIP, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Die sind sehr gut. Komm, let's go. 3, 2, 1 und. Komm. Oh! Ja, nee, der ist nicht drin, der ist nicht drin. Achso. Hat geschriffen. Also für Ash gibt's. Nass. Scheinbar keine Eiswürfel in seinem Smoothie. Das ist oh, sehr das ist aber schade. Ich so hier. Ganz kurz bei mir. Oh, nee, schade. Zersplittert aber. Der ist drin. Hier wow, hier. Super. Und? Ich hab echt Angst um das Glas, ne? Ja, auf drin. Schade. Echt? Jo. Freund und Ehre, Mann. Also, ich würde sagen, die Smoothies sind fertig. Wir schauen mal ganz unten, wie die jetzt aussehen. Let's go. Ich bin gespannt, wie das schmecken wird. Und wie viel Saft drin ist im Endeffekt. Also, unsere
das Movie sind fertig. Ich würde sagen, wir müssen ganz kurz gucken, wie die aussehen, wie viel drin ist und ob sie überhaupt schmecken werden, aber... Oh mein Gott. Oh mein Gott, geil. Ash? Ey, ich feier das. Der muss schmecken, wenn der nicht schmeckt, ne? Das sieht geil aus und der ist voll, voll. Ich dachte, der wäre leerer, weil da so viel rausgeflogen ist. Ja, meiner schmeckt safe auch. Ach, voll wenig, weil der drin ist. Ja, das ist traurig. Mies, würde ich sagen. Das ist richtig mies, würde ich sagen. Ich würde sagen, Leo. Damit gehen wir jetzt erstmal rein, mixen das Ganze. Und dann gucken wir mal, wie das so schmeckt. Ja. Na, wie findest du die Smoothies? Wie sieht aus? Wo sind die Erdbeeren? Alle rausgeflogen. Wo sind die Weintrauben? Ich habe ganz viele drin. Okay. So, wir haben jetzt nämlich hier einen Mixer. Magst du kurz einen Ash zuerst? Ja. Also das ist quasi jetzt ein Smoothie Maker. Oh yes, sieht ja süß aus. Schmeckt. Doch so viel Smoothie drin. Ja, ich würde sagen, den mixen wir mal durch. So, und das ist jetzt wieder mal schön meine Aufgabe, denn ich kann den ganzen Kram wieder einsammeln. Also, wir schmeißen hier nichts weg. Ne, das kommt alles wieder in die Schüssel zurück. Und dann machen wir uns da draus nachher auch einen Smoothie. So, let's go! 3, 2, 1! So, das sieht auch schon fast wieder gut aus, oder? Das wird unser Smoothie dann. Den nur noch mal kurz reinbringen. Das sieht aber eklig aus irgendwie. Wobei, das ist ja nur eine graue Flasche. Doch, graue Flasche. So, du kriegst so, noch ein Glas. Aber am besten kriegst du ein sauberes Glas auch, ne? Ich würde sagen, Ash, okay, dann probiert das mal. Uff, ist das voll. Ich bin sehr gespannt. Voll genommen und let's go. 3, 2, 1. Und? Schmeckt gesund. Genau, sie fühlt sich auch auf ein Stückchen. Und schmeckt doch bestimmt gut, oder? Zumindest. Lecker. Ja, siehst du. Auch wenn ich keine Birne mag und so. Ja. Bisschen mehr O-Saft wäre schön. Ja, da ist immer mehr O-Saft rausgeschwappt nachher, ne? Ja. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, war es auch von uns. Jo. War lecker. Schreibt mal gerne in die Kommentare. Also, wir könnten sowas nochmal mit einem Kuchen machen. Ja. Mit Kuchen. Mit Kuchen. Und danach wird der Kuchen gebacken. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert oder nicht. Also, ich würde sagen, lasst uns einen Daumen oben da. Vergesst nicht, mal kurz das zu abonnieren. Das ist hier ist unser Smoothie. Oh, schnapp gewaschen. Nee, das machen wir jetzt. Achso, na gut. Okay. Tschüss. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.